Moin, Leute, ja, zurück vom Wasser und Zeit wird es auch mal wieder, wie ich mir sage, ne? Ja, endlich mal wieder am großen See und habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Und warum ich auch so richtig, richtig Bock drauf habe, ich bin seit langem mal wieder mit einem richtig, richtig guten Freund von mir unterwegs. Kennen uns schon lange, jetzt mittlerweile schon, glaube ich, seit 12, 13, 14, 15 Jahren oder so. Habe ich echt mal wieder Bock drauf. Der sitzt schon seit gestern hier. Ich bin heute Morgen aus der Nachtschicht gekommen, hatte aber zwar noch nichts gehabt. Aber Herrgott, wollen wir gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen ändern können. Wie gesagt, großer See. An den Kleinen ist ja auch nichts mehr passiert. Können wir uns auch an die großen Seen zurückziehen. Großer, langgezogener See. Ist jetzt kein rundes Loch hier, um die 60 Hektar. Viele Ausläufer drin. Wir haben uns jetzt eine Stelle gesucht, wo auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist nicht flach. Du hast jetzt hier nicht unbedingt die mega Flachzonen. Was natürlich jetzt im Frühjahr echt mega geil wäre. Aber wir angeln jetzt auch so auch noch um die 2 Meter rum. Weil du hast es extrem, ist auch mega viel Wasser drin, extrem aufgestaut und von daher. Naja gut, wir machen das Beste draus. Ich habe meine 3 Routen schon rausgebracht mit dem Futterboot. Weil jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin da mega ungeduldig bei. Ich bin heute Morgen aus der Nachtschicht gekommen. Direkt ans Wasser. Kumpel von mir, der schlief noch. Ich habe mal einfach meine 3 Routen, wie gesagt, nur genommen, rausgefahren, zack. Mir 3 attraktive Stellen gesucht. Das ist jetzt hier nicht so meine Lieblingsstelle. Aber Gott, wir wollen mal gucken. Letztes Jahr saßen wir auch beide zusammen. Ich hatte noch einen Lauf bekommen. Habe ich aber im Krautfeld leider verloren. Also von daher, warum soll nichts gehen? Unterwegs bin ich, Leute, wieder mit reichlich Partikel gleich mir aufgekocht. Weizen, sehr viel Weizen drin. Vereinzelt Mais, viel, bisschen Mais drin und viel, viel Hanf. Grundfutter, wie ihr es von mir kennt, da ist auch noch eine Dose Mais drin. Hier am großen See kannst du das ruhig machen. Da, hier ist so viel Kleinfisch drin. Das hauen die auch ganz gut weg. Wie gesagt, heute Morgen war es sehr glatt. Sehr schön spiegelglatt, das Wasser. Man hat auch so ein, zwei Aktionen gesehen, wo ich behaupten würde, das wären Karpfen. Haben sie jetzt nicht unbedingt gerollt, aber naja, sah erstmal ein bisschen nach Fischaktivität auf. Ja. Ich werde jetzt erstmal seine Rute fertig machen. Wie gesagt, meine 3 liegen schon. Zeige ich euch nachher nochmal. Und von daher, alles gut. Hier werden wir auch ein bisschen größer rangehen als die letzten Male. Weil, wie gesagt, ich angel hier an dem Gewässer, weiß ich nicht, keine Ahnung, Mitschi 15 Jahre bestimmt schon, ne? Seitdem ich ihn kenne. Er hat mir damals sogar den See gezeigt. Und die 15 Jahre angel ich hier auch schon. Und ich selber habe hier noch keinen Fisch kleiner gefangen als 20 Pfund. Ist mir noch nicht passiert. Ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Ich habe kein Problem damit, kleine Fische zu fangen. Aber meistens war es hier so, ja, 11, 12, 13. Mein größter hier war 19 Kilo. Und von daher, ja, wollen wir mal gucken, ob überhaupt irgendwas passiert, bevor man hier die großen Reden schwingt. Ich selber habe meine 3 Routen alle auf süß draußen. Süß und fruchtig. Das mache ich bei Michael seine Route jetzt auch. Das passt schon mal gar nicht. Dann brauchen wir eine Haarverlängerung. Ja. Wie gesagt, wir gehen heute voll auf fruchtig und süß. Habe ich hier die besten Erfahrungen mit. Viele sagen ja fischig und keine Ahnung. Leute, ich komme mal ein bisschen dichter. Ich hoffe, man sieht das. Ist auch so ungefähr ein 20 cm langes Vorfach an einem 4er Haken mit einem 20er Boily und einem 16er Pop-Up obendrauf. Noch einen kleinen Kicker obendrauf. Das Ganze an einem Safety Clip mit einem geschätzten 80 cm langen Leadcore. Erste Route, das sieht auf jeden Fall erstmal plausibel aus. Bei der Ködergröße, da könnt ihr auch wirklich viel, viel Platz lassen. Mindestens so eine Fingerbreite sollte dazwischen sein. Das muss jetzt nicht hier dicht am Haken hängen. Das ist schon ganz gut. Gerade die größeren, die saugen das mit mega Wucht ein. Das ist mehr als gut so, würde ich behaupten. Zweite Route. Die machen wir auch noch fertig. Angeln dürfen wir jeder mit 3. Machen wir auch. Aber wir wollen das hier nicht in die Länge führen. Ich bin heute auch mit dem Futterboot unterwegs, Leute, weil das ist eins der Gewässer, wie ich euch schon mal sagte, hier ist Bootfahren und er sagt, oder auf Deutsch gesagt, es ist verboten. Und von daher bin ich heute hier auch mit dem Futterboot angerückt. Kumpel von mir hat auch eins. Der hat sich tatsächlich mal so eine China-Bude gekauft und das ist kein schlechtes Futterboot, sage ich euch, Leute. Vielleicht mache ich dir dann nochmal kurz, wenn mal kurz Zeit ist, eine kleine Einblendung zu.
Ich habe mir das Ding heute Morgen mal angeguckt und keine Ahnung und auch mal eine Runde Probe gefahren. Haben andere Kanäle auch schon 10-mal durchgetestet, das kennt ihr. Das zeige ich euch hier nochmal. Und das Ding ist für sein Geld nicht schlecht. Da, also wie gesagt, da ist nicht schlecht dran zu klatschen. Muss nicht immer gleich 5000 Euro kosten. Und von daher, wie gesagt, das blende ich euch alles nachher nochmal ein, Leute. Wir machen jetzt erstmal die Routen fertig oder zumindest seine noch. Ja. Hier angle ich auch ganz einfach. Oder Michael angelt hier ganz einfach. 80 cm langes Leadcore, 120 Gramm auf Safety Clip, auch das 20 cm langes Vorfach auf dem Vierhaken mit einem Single Hook Boilie in 20 mm Vanille. Ja, wie gesagt, Leute, wir werden jetzt erstmal die Ruten rausbringen. Zeige ich euch gleich allem drum und dran mit voller Boot. Bis dann, dranbleiben. Ciao. So Leute, wollen wir das Futterboot mal stark klar machen? Packen wir die Montage einfach. Ja, wir müssen hier mit Watthose arbeiten. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel Hochwasser hier heute. Normalerweise kannst du, wenn es gut ist, bis da hinten irgendwo gehen, aber voll aufgestaut ist das nun mal so. Ich hau mir einfach die Montage gestreckt rein. Ein bisschen Partikel mit drauf. Mal hier in die rechte auch noch mal. Wie gesagt, hier braucht man gar nicht so geizen. Wir haben hier viel Weißfisch drin. Und ich rede jetzt von wirklich viel Weißfisch. Kannst aber schön noch ein bisschen Grundfutter mit reinlegen. So, zack. Oh, ein paar Bäume schon, die hauen da auch noch mit drauf. So, schmeißen wir noch ein paar Bodies rein, ein paar zerdrücken will. Bodies kraschen ist eine feine Sache, Leute. Kann nicht schaden. Wie gesagt, man muss das immer so ein bisschen ans Gewässer anpassen. Wenn ich sonst so an den kleinen Kleckerteichen war, da hätte ich im Leben nicht so viel reingeknallt. Aber ich kenne das Gewässer aus Erfahrung. Also von daher, das ist schon Wahnsinn. So, die Funke anschmeißen. Ich habe mir so ein Bankstick einfach umgebaut gehabt. Mit einem kleinen Halter. Mit der Kontermutter dran. Muss der Scheiß hier im Dreck liegen. Muss aber auch nicht ins Wasser fallen. Und wenn wir nur rüberfahren, bitte. Und haben wir auch gleich mal Premiere, wie weit das Echolot wirklich kommt. Also, vielleicht auch mal Bogen anmachen, ne? So Leute, wir haben uns gegenüber auf der anderen Seite einen Punkt ausgesucht. Das wird eine kleine Kleinigkeit dauern. Das ist nun mal so. Aber ich lasse euch ja immer gerne mit reingucken, damit ihr auch seht, was ich alles so mache. Das ist immer nicht nur, ne, mal hier mal ein PVA sagt und da mal ein bisschen. Da gehören auch ein bisschen andere Sachen zu. Wie gesagt, das wäre eigentlich ein Traumgewässer, wäre das, wenn du hier Boot fahren dürftest. Das wäre mega. Aber es ist halt untersagt. Man muss sich daran arrangieren. Und das ist schon der Hauptgrund allein, warum ich mir für das Gewässer, unter anderem für das Gewässer, nur ein Futterboot gekauft habe. Und naja, Herrgott. Was sagt eigentlich unser Echo hier? 2,30 Meter, langsam abfallen. Alles gut erstmal. Ich hoffe mal, ihr seht das noch ein bisschen auf dem Echo, auch wenn es so klein ist. Aber wir wollen da geradeaus zu dem dicken Baum rüber. Oh. Ist ja immer schön, wenn du dir so ein, zwei Punkte suchst. Gerade die du immer wieder so ein bisschen ansteuern kannst, ist das eine feine Sache. Wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, irgendwie Marker zu schmeißen oder so. Wir haben jetzt gegenüber, da haben wir auch keine Sorgen. Jetzt gerade zur Spinnfischzeit ist das natürlich auch mal so eine Sache. Da guckst du auch mal so ein bisschen, gerade wenn du über so einen See rüberspannst. Viele Spinnfischangler laufen rum, eben ist gerade einer uns vorbei, am frühen Morgen schon. Und dass die dich da nicht auch einsammeln und so wieder drüben, das ist jetzt keine Stelle, wo irgendeiner hinkommt. Da kannst du die Ruhe ablegen. Und von daher machen wir das jetzt. Wie gesagt, Reichweite sieht auch mal mega aus.
Sind jetzt bestimmt schon locker auf 100 Meter. Echolot funktioniert trotzdem super. 2,40 Meter durchgehend noch. Ich werde jetzt meinen Baum so ein bisschen ansteuern da drüben. Ein paar Fische zeige ich da auch an, wenn es denn so wirklich ist. Mitschi hält die Route. Ich sag, mit zwei Mann macht sie sowas auch mega, gerade hier mit dem überschwemmten Gewässer. Ich versuche jetzt so ein bisschen, das Ding muss ich euch ein bisschen ignorieren jetzt mal, auf das Ufer zu fahren. Linke Route, linke Klappe, rechte Klappe abgekippt. Sind auf 2,20 Meter leicht ansteigend. Ich werde jetzt nicht sagen, das wäre eine schöne Kante, aber da geht es langsam gerade wieder hoch. Wenn ich noch weiter gefahren wäre, dann bin ich näher schon wirklich im Ufer. Naja, Herrgott, ich hole das Boot zurück, Leute. Ich werde die Route noch ins Pott packen. Weiter mal. Und das Gute ist, wenn du halbwegs gerade ausgefahren bist, hast du nicht mal einen großen Sturbogen drin. Und von daher, Leute, das machen wir jetzt noch mit der anderen Route. Leute, wollen wir noch die letzte Montage rausbringen? Dazu benutzen wir einfach mal das Boot. Wie gesagt, das hat ein Kumpel sich gekauft. Es ist jetzt nicht, ne? Also, ihr seht schon, der Größenvergleich ist irgendwo gegeben. Lassen wir mal außen vor. Kostet natürlich auch einen Bruchteil davon, aber es funktioniert. Ich bin noch ein paar Runden rumgefahren. Ist okay, ihr schmeißt das Futter, da die Futterklappen sich recht extrem aufschmeißen. Verstreut das schön. Hinten, das funktioniert auch. Mit dem GPS, mit dem Homecoming. Das Ding kam mir wieder vorgerollt. Also, wie gesagt, wenn du nicht viel brauchst und nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin eh nicht der Freund, ich würde selbst mit so einem Futterboot nicht auf 300 Meter fahren oder keine Ahnung. Ich habe das vorhin einmal hier rüber gefahren. Das sind 150 Meter, das weiß ich aus guter Erfahrung. Und dann ist auch schon so, dann geht das Schätzen schon los. Bin ich jetzt am Schild, bin ich davor, nehme ich ein Ferienglas hier, keine Ahnung. Also, wenn einer ein Futterboot braucht, um damit auf 300 Meter zu fahren, für Glück, das wäre nicht mein Ding. Bin ich ganz ehrlich. Ich nehme das mehr auch für kurze Distanzen, sag ich mal, bis 100, 150 Meter, finde ich im Futterboot echt geil, alles darüber übersteigt das total. Aber wie gesagt, ich bin damit mal eine Runde rumgedreht. Das Ding ist flott unterwegs, wie gesagt, auch wenn es so halb so groß ist, ne? Von daher bringen wir die letzte Route damit raus, habe ich echt gerade mal ein bisschen Bock drauf und von daher die Montage ganz einfach hier reingelegt. Legst die einfach zwischen in die Klappe, ich hau mir einfach noch ein paar Boilies mit rein. Wir haben jetzt Partikel drin und einen Boilie-Mix. Bisschen Schleichwerbung für Japan, aber muss auch mal sein. Wie gesagt, ich finde das gar nicht. Hätte ich nicht gedacht. Das mit der Größe würde mich jetzt nicht groß stören. Müsste man immer mal sehen, was man braucht, was man will, ne? Gerade Packmaß spielt ja auch heutzutage immer eine große Rolle. Und mal gucken, dass ich mich befreit kriege. Hier so ein bisschen. Ich habe mir die Route so ein bisschen gestellt. Ja, wie ihr seht, ich knie hier so ein bisschen weiter. Weil. Wir arbeiten heute noch ein bisschen mal leider im Hochwasser. So, ich versuche das noch mal hinzukriegen. Ich habe mich schon so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Oh, meine Güte, ich hab mich an. So, jetzt aber los. Ich darf aber gar nicht. Wie war das nochmal? Achso, so rum, links rum. Ja Leute, ich bin leider bei meinem Mann im Boot. Da ist die Steuerung anders. Aber ich möchte trotzdem damit gerne auffahren. Eine davon, genau. So.
wie ihr seht, das Ding ist recht zack unterwegs. Die Steuerung ist halt anders als bei mir. Ich steuere das mit einem Knubbel, ihr müsst das mit beiden machen. Und von daher ist das ein bisschen ungewohnt gerade für mich. Da muss ich mich dann auch so ein bisschen reinfuchsen mit. Aber ich könnte mir vorstellen, für kleinere Gewässer oder für kleine Distanzen, warum nicht? Gerade wo es das halt nicht erlaubt ist, dass du da groß mit dem Boot fahren kannst. Deswegen bringen wir die Montage jetzt auch darüber. Die bringen wir jetzt natürlich nicht auf den Spot. Ich werde ein bisschen weiter nach links fahren. Da muss ich nochmal gucken. So. Links rum, Fury. So wollen wir. Und dann geradeaus. Wir wollen da zu dem Schüllfeld drüber. Noch ein Stück weiter nach links. Da wollen wir hin. Legen wir genau drüben groß an die Schilfkante. Ich hoffe, man sieht man so ein bisschen, Leute. Ich weiß, das ist immer nicht so einfach zu filmen alles. Wenn man das überhaupt noch sieht. Wie gesagt, wir reden hier schon ein bisschen größere Distanzen. Darüber, das sind gute 120, 130 Meter. Und, aber auch dafür tut die kleine China-Bude. Und wie gesagt, es ist recht dort unterwegs. Und von daher kann ich erstmal nicht schlecht zu sagen. Warum nicht? Ist noch ein GPS drin. Ich speichere mir meinen Heimathafen hier ein. Habe ich vorhin einmal ausprobiert. Drück auf den Knopf. Das Ding fährt hier vorne auf 5 Meter ran. Es ist okay. Wie gesagt, ich sag ja auch mal, Leute, man muss den. Willst du geilen Scheiß haben, musst du auch geilen Scheiß bezahlen. Das war schon immer so. Ne? Und willst du. Wo es gerade nicht erlaubt ist mit Boot fahren und keine Ahnung und dein Köder rausbringen, ist das eine echt relativ günstige Alternative dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet, ist so. Mit der Größe, wie gesagt, passen in den Rucksack, jede Tasche. Alles gut und schön. Ich muss mich jetzt leider mal auf dem Bild bewegen, Leute. Ich muss mich mal ein bisschen hinstellen, dass ich mal sehe, wo ich da bin. So, jetzt sind wir ungefähr 10 Meter vom Schilf, würde ich behaupten. Wir wollen direkt an die Schilfkarte ran. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, das sieht gut aus. Da bleiben wir stehen. Ich schmeiß die eine Futterluke ab, schmeiß die andere ab, funktioniert einwandfrei. Leg noch den Haken ab, alles ist passiert. Hey, was, Leute? Na, also, wie gesagt, es funktioniert. Es ist jetzt hier und schon ist das Ding auf dem Heimatweg. Ich speichere mir nur noch hier, zack, Heimathafen ein und dann kommt das Ding hier von allein wieder her. Alle sind selig, alle sind glücklich. Ich bin zufrieden, Leute. Von daher dranbleiben. Was soll ich dazu sagen? Auch wenn es nicht das Größte ist, es funktioniert. Moin, Leute. Ja, es ging nicht. Scheiße, Mann. Mittlerweile gehen mir auch so ein bisschen Ideen aus, bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz, ein herrliches Wetter, ey. Herrlich. Ganze Nacht schön warm. Alles trocken. Wie Sommer. Aber die Fische wollen nicht. Keine Ahnung. Viele Kleinfische hier vorne. Das leicht schon. Ey. Geht den ganzen Tag. Plätscher, 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 plätscher. Dass die Karten schon leichen, glaube ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich hell sehen. Ich habe jetzt hier auch nicht mehr mega Fang jetzt unbedingt gerechnet heute, bin ich ganz ehrlich. Aber 6 Ruten, nicht ein Ton, das ist denn doch schon ein bisschen mau, bin ich ganz ehrlich. Wenigstens mal so ein paar Piepser zwischendurch oder so, aber gar nichts, nicht mal annähernd. Naja, kann man nichts machen, Leute, ist wie es ist. Ich hoffe, wie mir der kleine Einblick in diese Kartenangelei hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst den Abo da. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Da werden wir nochmal schön Hornfisch angeln gehen. Schneller als man denkt, ist der Mai wieder um. Das nehmen wir auf jeden Fall nächste Woche erstmal nochmal schön zwischendurch mit eins mit. Und dann wollen wir mal gucken, was noch passiert. Leute, ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Das wisst ihr. Bis dahin. Bis nächstes Mal. Dranbleiben. Ciao.